Hallo, sehr verehrte Hörspielfreunde, herzlich willkommen hier im Fragezeichen-Kanal. Ich denke, mein Name sollte mittlerweile bekannt sein. Sind Sie bitte Mr. Felix? Ja, ganz recht, ja. Wie wir ja aus verschiedenen Serien und Sitcoms wissen, sind Outtakes, also Szenen, in denen sich ein Schauspieler verspricht, eine billige Möglichkeit, um am Ende nochmal übrige Sendezeit zu füllen. Und auch bei den drei Fragezeichen hat es solche Outtakes gegeben, jedoch nicht in den regulären, sondern nur in speziellen Sonderfolgen. Als da wären Super Papagei 2004, welches einfach zu lang für eine CD war, aber wohl eben trotzdem zu kurz für zwei CDs, sodass dann CD2 noch mit lustigen Outtakes aus verschiedenen Folgen gefüllt wurde. Ganz ähnlich bei dem Live-Hörspiel Master of Chess, wobei es in diesem Video ja um Versprecher gehen soll und von denen sind bei jedem Live-Hörspiel einige, die eben ganz regulär drin gelassen wurden, meistens einfach, weil sie lustig sind. In den regulären Folgen werden diese aber natürlich immer rausgeschnitten, na zumindest meistens und genau da wird es interessant, denn ein paar Versprecher ganz verschiedener Art sind tatsächlich an dem Produktionsteam und an der Kontrolle vorbeigegangen und haben es so also ungewollt in das finale Hörspiel geschafft. Und genau an dieser Stelle wollen wir heute mal genauer hinhören in diesem Video Versprecher bei den drei Fragezeichen. Beginnen wir erstmal mit einem ganz dicken Versprecher, wo man sich als Zuhörer nur fragt, wie um alles in der Welt kann denen das nicht aufgefallen sein? Es ist eine Aussage, die völlig falsch ist und wo auch jedem Kind schon nach kurzem Nachdenken klar wird, dass der Satz so einfach nicht hinhaut und trotzdem hat er es ins fertige Hörspiel geschafft. Es geht um Tom Dobsons Aussage über Großväter aus Folge 20 und die flammende Spur. Todd ist also dein Großvater? Ja und? Ein Großvater schießt sich jeder. Dem konnte Justus nicht widersprechen. Ja, wenn man aber nur ein einziges Wort in diesem Satz ändert, dann ergibt er dann doch plötzlich Sinn. Ein Blick in die Buchvorlage bestätigte dann meine Vermutung, dass der Satz eigentlich lautet, ein Großvater hat schließlich jeder. Und falls ihr jetzt überhaupt nicht wissen solltet, wovon ich überhaupt spreche, denn jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. In der Neuauflage hat man diesen Satz zusammen mit dem folgenden Satz des Erzählers einfach rausgeschnitten. Der Versprecher kommt also so nur in der Originalfassung von 1980 vor, nicht mehr in der überarbeiteten Neuauflage, die dann ab Mitte der 90er Jahre auf den Markt erschien. Tja, wie es aussieht, ist dies aber nicht der einzige Versprecher, welcher noch nachträglich korrigiert wurde. Immerhin hat man diese in den nun folgenden Beispielen noch vor Veröffentlichung bemerkt, doch die Sprecher waren wohl offenbar nicht mehr zugegen, um dann den Fehler noch zu korrigieren. Und so kam es dann zu diesen besonders interessanten Szenen. Zunächst in Folge 54, Gefahr im Verzug. Als Justus seinen Verdacht preisgibt, klingt der Name, den er dabei sagt, etwas untypisch. Ich glaube, dass Shakespeares böser Geist niemand anderes ist als Buzz Newman. Was hier passiert ist, scheint relativ offensichtlich zu sein. Oliver Rohrbeck wird sich einfach versprochen haben, nur wurde dies erst in der Nachbearbeitung bemerkt und so hat dann hier André Minninger, welcher sonst die Regiebücher schreibt, die Abmischung macht und gelegentlich auch unbedeutende Nebenrollen spricht, selbst zum Mikrofon gegriffen und den Nachnamen nochmal neu eingesprochen. Ey, Dicker, wo denn ist das? Ich bitte Sie, Mrs. Hassan, zu beruhigen Sie sich doch. Pass doch auf mit deiner Schrottkiste! Und das ist eigentlich schon eine ziemliche Besonderheit, wenn man es jetzt mal pingelig genau nimmt. Denn es gibt zwar mehrere Rollen, wie zum Beispiel Inspektor Kotter, der auch mal von jemand anderem als von seinem Stammsprecher Holger Malig vertont wurde. Inspektor Kotter. Justus Jonas, Polizeifunk abhören ist verboten. Dass jedoch einer der drei Fragezeichen selbst von jemand anderem gesprochen wurde, ja, das ist dann hier doch schon eine ziemliche Ausnahme. Und eigentlich genau dasselbe kommt sogar gleich dreimal in Folge 36 und der Superwahl vor. Jedes Mal, wenn der Erzähler von Flacky spricht, so heißt übrigens dieser Superwahl, also jedes Mal, wenn der Erzähler diesen Namen Flacky nennt, dann klingt das ebenfalls etwas merkwürdig. Dass es sich um Flacky handelte. Als sie das Band wieder abspielte, reagierte Flacky erstaunlich. Dem Tonband mit Flackys Lockrufen und einem Walkie-Talkie. Hier ist das Wort Flacky ebenfalls nachgesprochen worden. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnte es sich dabei um die Stimme von Harald Pages handeln, die wir stattdessen hören. Den wir ja unter anderem aus Folge 15 und Der rasende Löwe kennen. Freut mich, euch kennenzulernen. Tja, und auch hier wird es so sein, dass sich der Sprecher Peter Passetti dabei versprochen hat. Wobei, wenn das gleich dreimal vorgekommen ist, wird es dann nicht wahrscheinlich so sein, dass er den Namen dann fälschlicherweise deutsch ausgesprochen hat. Wahrscheinlich also Flucki. Denn diese Art von Versprecher kam in der Serie auch schon auffällig oft vor. Zum Beispiel diese hier. War Mr. Jenkins als... Ich arbeite bei der Firma Safety System. Der schöne alte Buick von Martin Field. Ja, das Beste wäre aber aus Folge 15 dieses hier. Es könnte ein spezieller Kabelcode sein. Ich meine, ernsthaft? Code?
selbst wenn man jetzt kein Englisch kann, muss man auch merken, dass das von Natur aus irgendwie falsch klingt. Ah ja, und dann natürlich noch dieses Ding hier. Die Globetrotter sind wieder zurück. Ja, schon interessant, was ein einzelnes stummes E doch für einen heftigen Missklang verursachen kann. Das Ganze funktioniert aber auch in einer anderen Richtung. Komischerweise spricht Bob den Firmennamen Jonas, welcher ja schon seit eh und je immer deutsch ausgesprochen wurde, in Folge 5 und der Fluch des Rubins englisch aus. Die Firma Jonas legt Wert auf erstklassigen Kundendienst. Ja, ein ziemlich auffälliger Versprecher. Und was noch wohl etwa 99% der Zuhörer aufgefallen sein dürfte, ist Carlos' Satz zur Endung des Kennzeichens in Folge 1 und der Superpapagei. Nachdem mehrmals erwähnt wird, dass das amtliche Kennzeichen auf 13 endet, sagt Carlos jedoch dieses hier. Mit Nummeramende 31. Dieser Fehler kommt in der Buchvorlage natürlich nicht vor. Auf diesen Versprecher wurde dann nochmal in der Jubiläumsversion Super Papagei 2004 angespielt. AK 4513. War das nicht eben umgekehrt? Was an vielen Stellen aber weniger deutlich auffällt, ist, wenn Sprichwörter falsch ausgesprochen werden. Und ein ganz prominentes Beispiel erfahren wir hier auf der Collector's Edition von Folge 86, Nacht in Angst. Denn diese enthält nämlich ein Interview mit Andreas Fröhlich über dieses Hörspiel, in dem unter anderem ein Spruch des Verbrecherbosses Alpha genauer beleuchtet wird. Und wehe, einer von euch versucht, mich übers Kreuz zu legen. Legt mich nicht übers Kreuz. Ja, so lautet das Sprichwort. Ja, auch. Mir ist das nicht aufgefallen, Frau Körting anscheinend auch nicht. Und wenn man so einen Satz wirklich richtig mit Überzeugung spricht, haut mich nicht übers Ohr, legt mich nicht übers Kreuz. Das kann passieren. Wenn jemand es mit Überzeugung sagt, glaubt man jeden Mist. Und hier muss ich wirklich zugeben, dass mir selbst dieser Versprecher wohl überhaupt nicht aufgefallen wäre. Ganz anders der Spruch, den wir von Justus in Folge 106, der Mann ohne Kopf, hören. Hier sagt er nämlich einfach mal, wo brennt der Schuh? Und das fällt schon wirklich auf, denn normalerweise brennen Schuhe nicht. Also, normalerweise. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist ein anderes Sprichwort, bei dem ich immer dachte, es hieße verflixt und zugenäht. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass dies lediglich die gebräuchlichste Form darstellt und durchaus auch noch andere Formen üblich sind. Gerade bei den drei Fragezeichen, denn hier hören wir häufiger verflucht bzw. verdammt und zugenäht. Verflucht und zugenäht! Ach, verflucht und zugenäht! Dann gibt es noch einige kleine Fehler, die mir wirklich erst aufgefallen sind, nachdem ich eine Folge etliche Male gehört habe. Wie zum Beispiel dieser hier aus Folge 84, Musik des Teufels. Er hatte eine Art Nebelmaschine, die er in die Klimaanlage einbaute, als er allein im Haus war. Klimaanlage. Ja, hier fällt der Versprecher wirklich kaum auf, da er eben auch wirklich schnell gesagt wird. Aber seitdem ich nur einmal darauf aufmerksam wurde, muss ich bei dieser Klimaanlage irgendwie immer wieder an Slip-Einlage denken. Was ich auch besonders lustig finde, ist dann noch ein Versprecher aus Folge 70. Schüsse aus dem Dunkel. Hier nennt Justus Jonas Sophie Simpson nämlich an einer Stelle Sophie Simpson, was nochmal eine besondere Tragweite hat, da hier eben auch ein Homer in der Folge vorkommt. Auf dem Weg zu Sophie Simpson. Und wo wir gerade bei falschen Namen sind, auch hier gibt es einige interessante weitere Beispiele. So wird in Folge 72 Dreckiger Deal Tim Hoover an einer Stelle Tom Hoover genannt. Tim Hoover hat damals angefangen, damit wollte Tim Hoover sich nicht zufrieden geben. Es hat etwas mit Dingen zu tun, die Tom Hoover herausgefunden hatte. Na gut, ist ein kleinerer Fehler, kann durchaus mal vorkommen. Aber in Folge 77 Pistenteufel wird der Name der Skiläuferin Nicola Schaller gleich zweimal vom Erzähler Nicola Hansen ausgesprochen. Und Nicola Schaller. Und machten sich auf den Weg in die Berge zu Nicola Hansen, die drei Fragezeichen zu ihrem Treffen mit Nicola Hansen zu begleiten. Echt keine Ahnung, wie man den Namen so verdrehen kann. Da muss ich dann wirklich schon einen Fehler in das Hörspielskript eingeschlichen haben. Haben die in der Produktion keinen, der auf sowas acht gibt oder wie? Dürfte eigentlich nicht vorkommen. Renommierte Musikverlage passen da schon auf, dass sich keine Druckfehler einschleichen. Ein offensichtlicher Aussprachefehler wäre dann aber wieder in Folge 67 das Geheimnis der Särge zu finden, in der die Höhlenfrau Babette Erberle genannt wird. Dabei heißt sie Eberle, also wie der Eber, das Schwein und nicht etwa Erbe. Babette Erberle ist die Tochter. Aber am besten gefiel mir schon immer Alex Hassel, der Katzenmann aus Folge 3 und der Karpatenhund. Denn schon im nächsten Satz, nachdem er von Mr. Prentice vorgestellt wurde, wird er dann plötzlich nicht mehr Alex, sondern Axel genannt. Alex Hassel, der Katzenmann. Katzenmann? Tja, das ist verrückt. Axel Hassel hält sich wohl ein Dutzend Katzen in seiner Wohnung. Und darauf gibt es sogar eine vermeintliche Anspielung aus einer späteren Folge. So heißt nämlich Axel Hamilton aus Folge 58 und der verrückte Maler in der Buchversion eigentlich Alex Hamilton. Wirklich keine Ahnung, warum man hier schon wieder Alex zu Axel gemacht hat. Die plausibelste Erklärung meiner Meinung nach ist eben wirklich, dass es eine Anspielung sein soll auf den Versprecher vom Karpatenhund. Jetzt weiß ich, wer er ist. Axel Hamilton.
Und wenn ihr bis jetzt was dazugelernt habt, darf es auch gerne mal ein Daumen nach oben sein. Dann habe ich noch was Schönes gefunden, nämlich aus der Serie Die 3 aus Folge 4 Zug um Zug. Denn das Gebrauchtwarencenter T. Jonas ist ja im Laufe der Geschichte auch öfters mal als Schrottplatz bezeichnet worden. In Folge 5 und der Fluch des Rubins kam dann auch mal der Begriff Altwarenhandel Jonas auf. Nicht zu vergessen Trödelmarkt. Aber Gebrauchtwagencenter ist da trotzdem nochmal ein echt lustiger Versprecher. Fuhren zurück zum Gebrauchtwagencenter Titus Jones. In Folge 79 im Band des Voodoo sagt Bob dann diesen Satz hier. Aber eigentlich sollten Sie uns zuerst Ihr eigenartiges Verhalten erklären, bevor Sie Einkünfte über uns einholen. Ja, dabei wäre Auskünfte einholen wohl der richtige Satz gewesen. Einkünfte einholen, das klingt ja eher schon wieder nach Schutzgelderpressung, welches wir ja aus dem lustigen Zusammenschnitt Nummer 4 und der tanzende Inspektor kennen. Kommen wir jetzt aber zu meinen absoluten Favoriten, wenn es um komische Aussprachen geht. Drei Sätze, die wirklich unfreiwillig komisch sind und die ebenfalls zu der Kategorie gehören, wenn man sie einmal gehört hat, dann kann man sie künftig nicht mehr überhören. Zunächst in Folge 87 Wolfsgesicht, ein vermeintlich ganz banales Gespräch zwischen Justus Jonas und Inspektor Kotter, in dem Justus sich einfach nur darüber erkundigt, wo denn nun das Problem sei. Und? Wo ist das Problem? Was dem Produktionsteam dabei aber offensichtlich entgangen ist, ist, dass Oliver Rohrbeck dabei kräftig am Lispeln ist. Natürlich will ich mich hier nicht über alle Leute lustig machen, die lispeln, aber sowas aus dem Mund von Oliver Rohrbeck zu hören, ist dann doch schon komisch. Noch besser gefällt mir aber ein Satz von Andreas Fröhlich aus Folge 104, Gift per E-Mail. Hier scheint bei ihm regelrecht die Zunge zu hängen und dabei klingt es fast so, als würden wir Didi Hallervorden hier beim Argumentieren hören. Tür, Tom wollte also gar nicht abhauen. Also ich donner mit dem Flugzeug durch die Scheibe. Total Schaden. Das Flugzeug gehört einem Kollegen. Er ist klein und pleite. Und Benno, das Sparschwein, will 3000 Mark. Ich roll los und schon stehe ich vor der Bahnhofstoilette. Dort lerne ich Mike kennen. Er hat ein T-Shirt mit doppeltem Turbolader und kommt aus Ferrucci. Er kennt jede Menge nackter Weiber. 20 davon packt er mir in den Koffer. Auf Provisionsbasis. Auch frage ich mich, was bei Folge 67 Insektenstachel los gewesen ist. Hier klingt es nämlich fast so, als wenn Rohrbeck mitten im Satz die Luft ausgegangen wäre. Oder auch als käme der Satz direkt, nachdem er erstmal ordentlich am Joint gezogen hätte. Hat das Buch irgendeine Bedeutung? Nein, wirklich, das ist gar nicht mal so sehr aus der Luft gegriffen, da man gerade mal eine Minute später hört, wie im Hintergrund jemand kräftig inhaliert. Und wo wir gerade bei witzigen Geräuschen sind, hört euch einfach mal das hier an. Das ist in der Tat... Nochmal. Hat sich da echt ein Furz eingeschlichen? Ich meine, das klingt ja allenfalls nach einem kleinen Furz, aber das sind ja meistens auch die übelsten. Was definitiv kein Furz ist, aber ganz ähnlich klingt, wäre dann Track 2 von Folge 68, Der Schatz im Bergsee. Track 1 endet nämlich mit einem angestrengten Laut von Justus, der jedoch so unglücklich geschnitten wurde, dass es eben so klingt, als wenn Track 2 direkt mit einem Furz beginnt. Dann habe ich noch eine Stelle, die ich lange Zeit gar nicht verstanden habe, bis mir dann klar wurde, dass es sich dabei einfach um einen Versprecher handelt. In Folge 103, Das Erbe des Meisterdiebes, sagt Peter nämlich diesen Satz hier. Wer weiß, wann dieser Baldwin wieder auftaucht. Dabei ist dieser Baldwin nur wenige Sekunden zuvor von ihnen mit der Schaufel bewusstlos geschlagen worden und müsste eigentlich noch leibhaftig vor ihnen liegen. Zugegeben, der Satz ist auch noch unglücklich betont worden. Wenn man aber nur das Wort auftaucht mit aufwacht austauscht, ergibt es dann plötzlich Sinn. Was ich auf der anderen Seite immer für einen Versprecher gehalten habe, ist ein Satz aus Folge 75, Die Spur des Raben. Hört mal rein. Na, vielleicht ist es von Tante Mathilda und sie schickt dir frische Unterwäsche. Natürlich. Deswegen schreibt sie auch deinen und Bobs Namen gleich dazu. Genau. Ja, falls es euch nicht aufgefallen sein sollte, Justus sagt, deshalb schreibt sie auch deinen und Bobs Namen gleich dazu. Wohlgemerkt Bobs Namen. Dabei hat er ja gerade mit Bob geredet. Dies scheint aber kein Versprecher zu sein, sondern wird wohl genauso auch im Hörspielskript gestanden haben, da der Satz eben auch genauso in der Buchvorlage vorkommt. Nur ist es im Buch von André Marx eben Peter, der mit Justus redet. Ja, wieder mal eine schlampige Umsetzung zum Hörspielskript. Okay, viel mehr Versprecher sind mir jetzt nicht aufgefallen. Man könnte jetzt noch anmerken, dass in Folge 46 und der schrullige Millionär es eigentlich heißen müsste, sie futtern sich durch, statt sie füttern sich durch. Sind hier zu Gast, füttern sich durch und haben nur miese Bemerkungen drauf. Und auch der Satz aus Folge 9 und die rätselhaften Bilder müsste eigentlich lauten, ich kann mir darauf keinen Reim machen, statt daraus keinen Reim machen. Aber das wäre dann doch ziemlich spitzfindig. Ich kann mir daraus keinen Reim machen. So, jetzt würde ich gerne von euch wissen, was
euch denn noch so für Versprecher und lustige Aussprachen aufgefallen sind, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei weitem nicht alle erwischt habe, da mir selbst erst viele erst nach etlichem Hören dann irgendwann mal aufgefallen sind. Deswegen hört beim nächsten Mal auf jeden Fall genauer rein und hört beim nächsten Mal auch wieder hier in meine Videos rein. Und damit noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.